Die Linke spricht jetzt die Kollegin Sabine Zimmermann. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, nichts schützt so sehr vor Erwerbslosigkeit wie eine gute, solide Ausbildung. Zu diesem Ergebnis kommen viele Studien. Heute werden es viele sagen von Ihnen. Und ich glaube, jeder weiß das hier in diesem Hause. Über diese Einsicht sollte es auch hier in diesem Hause keine Meinungsunterschiede geben. Das Risiko, erwerbslos zu sein, hängt also eng mit der Qualifikation zusammen. Je niedriger sie ist, desto schlechter sind die Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Nun dürfen wir verblüfft feststellen, dass auch in der Begründung des vorliegenden Gesetzesentwurfs dieses ausgeführt wird. Qualifikation sei der beste Schutz vor Erwerbslosigkeit, und dies unterstreiche den Stellenwert von Aus- und Weiterbildung. Ja, Kollege Zimmer, sehr, sehr schön. Und das würden wir als Linke auch sofort unterschreiben. Nur bei Ihnen, muss ich Ihnen sagen, ist es einfach nur leeres Geschwätz. Weder in Ihrer bisherigen Arbeitsmarktpolitik hat sich diese Erkenntnis wiedergefunden, noch prägt sie dieses Gesetz. Und da können Sie sich empören, wie Sie möchten. Das ist alles überflüssig, denn das Einzige, was Sie mit diesem Gesetz tun, ist, Aktivitäten vorzutäuschen. Ich sage Ihnen auch, warum. Es ist ein weiteres Mal eine reine Ankündigungspolitik. Ohne jede Substanz, eigentlich so, wie wir es schon immer von dieser Bundesregierung zum Thema Arbeitsmarktpolitik gewöhnt sind. Aktuell verfügen 46% aller Erwerbslosen über keine abgeschlossene Berufsausbildung. Im Bereich des SGB II sind es sogar 57%. Allein im SGB II hatten wir im Jahr 2015 1,1 Millionen erwerbslose Menschen ohne Berufsausbildung. Dem stehen nach den aktuellsten Zahlen im Hartz-IV-Bereich 27.835 geförderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Maßnahmen zur Erlangung eines Berufsabschlusses entgegen. So unterstreicht die Bundesregierung den Stellenwert von Aus- und Weiterbildung in der Arbeitsmarktpolitik. Die Linke sagt, Sie täuschen die Bürgerinnen und Bürger mit schönen Worten und es folgen keine Taten, meine Damen und Herren. Und warum machen Sie den Menschen, den über 1 Million Menschen, Herr Zimmer, kein Angebot? Ich sage es Ihnen, ich sage es Ihnen, Sie haben die Erwerbslosen aufs Abstellgleis geschoben. Das ist Ihre Arbeitsmarktpolitik der letzten Jahre und da wird die Linke nie mitmachen. Und deswegen muss das an dieser Stelle hier gesagt werden. Und nicht nur das, Sie verweigern eine effektive Unterstützung. Ihre Alternative, die sage ich Ihnen jetzt auch, ist, die Menschen zu drangsalieren, zu sanktionieren und ihnen in vielen Fällen sogar das Existenzminimum zu verweigern. Das ist unmenschlich und das muss hier deutlich gesagt werden, meine Damen und Herren. Und dass Sie sich auch noch trauen, von einer Verbesserung des Versicherungsschutzes in der Arbeitslosenversicherung hier zu schwafeln, grenzt schon etwas an Volksverdummung. Die Punkte, die Sie, Frau Kramme, gesagt haben, davon sind viele freiwillig, was dann sozusagen derjenige, der im Niedriglohnbereich sich freiwillig leisten kann, darf er dann von seinem Lohn noch bezahlen. Das ist für mich keine wirkliche Verbesserung der Arbeitslosenversicherung. Und weil Sie anscheinend jeden Bezug auch zur Lebensrealität vieler Erwerbsloser verloren haben, da schildere ich Ihnen einmal die Situation von diesen Menschen, die nämlich oft mir berichten von ihren frustrierenden Erfahrungen. Viele möchten sich weiterbilden und qualifizieren, haben sich genau Gedanken gemacht, was sie suchen für einen neuen Job, was da helfen könnte. Aber es kommt dann die Ernüchterung, wenn Sie dann zum Amt kommen, zum Jobcenter oder zum Arbeitsamt, wo man Ihnen dann sagt, Weiterbildung, für Sie nicht.
Ursache ist die extreme Unterfinanzierung der Arbeitsmarktpolitik, der Kahlschlag, der im Jahre 2010 von Ihnen so richtig begonnen wurde. Wenn Arbeitsmarktpolitik nicht eine Chancenverhinderungspolitik sein soll, wie es momentan durch Ihre Politik der Fall ist, muss sie ausfinanziert sein. Nehmen Sie endlich Geld in die Hand, um Weiterbildung zu finanzieren und nicht einfach hier nur rumzuschwafeln. Investieren Sie in die Menschen, anstatt sie zu demoralisieren. Unterstützen Sie die Stärken und die vorhandenen Potenziale, statt sie die Erwerbslosen, dass sie das den Erwerbslosen absprechen. Unterstützen Sie die gute Beschäftigung und stoppen Sie endlich die verdeckte Wirtschaftsförderung von Dumpinglöhnen mit der Aufstockung von Hartz IV. Das darf es nicht mehr weitergeben. Für die Förderung muss deutlich mehr Geld zur Verfügung gestellt werden. Aber das muss man natürlich auch wollen. Die Linke fordert dies seit vielen Jahren. Wenn Sie nicht bereit sind, für eine ordentliche Finanzierung in der Weiterbildung zu sorgen, dann wird sich hier auch nichts ändern. Notwendig ist ein Rechtsanspruch auf berufliche Weiterbildung. Da würden Sie staunen, wie viele Erwerbslose davon Gebrauch machen würden. Und die Linke sagt auch deutlich, es geht nicht nur um Weiterbildungsangebote. Es muss auch an anderen Stellschrauben hier gedreht werden. Zum Beispiel muss dafür gesorgt werden, wenn Alleinerziehende eine Weiterbildung machen wollen, dann müssen sie auch eine Kita-Versorgung haben. Das ist auf der anderen Seite auch wichtig. Jetzt wollen Sie eine Weiterbildungsprämie für die Zwischenprüfung und für das Bestehen der Abschlussprüfung. Das ist ein richtiger Schritt. Das spreche ich Ihnen auch gar nicht ab. Aber das Entscheidende, und da müssen Sie mir auch zuhören, das Entscheidende ist doch, dass die Berufsqualifizierung mit einem Bildungszuschuss begleitet wird. Denn dass geringe Einkommen gerade dort auch ausgeglichen werden. Und da geht es nicht um große Beträge. Für viele Menschen entscheidet sich das wirklich am Euro, wie viel Geld vorhanden ist, um den Alltag bewältigen zu können, wenn sie eine Weiterbildung machen. Und es gibt auch andere Faktoren, die hier wichtig sind. In Ihrem Gesetzentwurf leider eine Fehlanzeige. Der Handlungsbedarf ist riesig, doch die Bundesregierung bewegt sich hier bestenfalls um einige Millimeter. Dazu gehört auch, dass Sie überhaupt nicht in Ihre Überlegungen mit einbeziehen, dass Weiterbildungsinitiativen mit einem öffentlich geförderten Beschäftigungssektor flankiert werden müssen. Denn nach wie vor gibt es doch bei uns Regionen, wo es zu wenig Arbeitsplätze gibt, aber wichtige gesellschaftliche Aufgaben vorhanden sind. Meine Damen und Herren, mittlerweile werden über 2/3 der Erwerbslosen nicht mehr im Bereich der Erwerbslosenversicherung betreut, sondern im Hartz-IV-System. Fast 1/4 der Beschäftigten, die erwerbslos werden, fallen direkt in Hartz IV. Die Zahlen machen doch eigentlich ganz deutlich, dass die Arbeitslosenversicherung in dieser Form zum Auslaufmodell geworden ist. Nun, aufgrund von minimalen Detailregelungen von einer Stärkung durch den vorliegenden Gesetzentwurf zu sprechen, ist wirklich schon aus unserer Sicht eine Frechheit. Soll die Arbeitslosenversicherung wieder vom Sonderfall zum Regelfall werden, muss unter anderem die Rahmenfrist wieder von 2 auf 3 Jahre erweitert werden und der Anspruch auf Arbeitslosengeld bereits nach 4 Monaten Beitragszeiten entstehen. Und für diejenigen, die längere Zeit schon älter sind, müssten einen Anspruch haben, dass sie eben länger auch Arbeitslosengeld bekommen. Nichts von alledem befindet sich in Ihrem Gesetzentwurf. Ich komme zum Schluss. Und das sind eigentlich elementare Punkte zur sozialen Gerechtigkeit und des sozialen Friedens. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, das sind Worte, glaube ich, die Sie schon lange hier in diesem Hause vergessen haben. Dankeschön. Der Kollege